Guten Tag. Angeboten wird diese Jetpumpe mit der Bezeichnung GHT1100JET. Die Pumpe hat eine Leistung von 1100 Watt und kann 4,6 Kubikmeter die Stunde fördern. Die Förderhöhe ist dabei auf 45 Meter im Maximum beschränkt. Die Pumpe an sich besteht zum Teil aus Edelstahl, beziehungsweise der Pumpkörper besteht aus Edelstahl. Und das Motorgehäuse besteht aus Stahl und ist grün lackiert. Am Motorgehäuse befindet sich hier ein Schalter, mit dem Sie die Pumpe ein- und ausschalten können. Die Pumpe wird ganz normal in 220 Volt angesteckt, in eine geerdete Leitung, und läuft sofort dann los, wenn Sie auf einschalten. Die Pumpe ist spritzwassergeschützt und verfügt über zwei Anschlüsse, wie Sie hier sehen können. Sie verfügt weiterhin über eine Ablauföffnung, die Sie aufmachen können, und über eine Befüllöffnung, die sehr leicht ohne jegliches Werkzeug geöffnet werden kann. Die Pumpe hat hier noch so einen praktischen Haltegriff, mit der Sie die Pumpe von Ort zu Ort tragen können. Ja, das war es eigentlich schon zu der Pumpe. So sieht die Pumpe von hinten aus. Sie verfügt übrigens über einen Thermoschalter, der bei Überlastung die Pumpe abschaltet. Hier drunter befindet sich ein Lüfter, der den Motor im Betrieb kühlt.